Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Grim Legends. Wir sind also jetzt in den Hinterhof geraten und wollten mit der Schwester sprechen, die gerade noch auf dem Balkon stand, aber hineingegangen ist. Naja, bei dem Wetter ist es auch kein Wunder. Also gut, jetzt schauen wir uns mal im Hinterhof um. Da gibt es noch ein Trugbild jetzt hier irgendwo und einen Waldgeist. So, aber gut, einfach mal der Reihe nach. Was haben wir denn hier? Oh ja, eine Kurbel. Ihr geht überall Ameisen. Solange sie hier herumkrabbeln, kann ich mir die Kurbel nicht nehmen. Ja, nö, völlig unmöglich, ja. Das ist schon klar. Ach, Ameisen sind doch liebe Tierchen. Ich mag Ameisen. Gut, aber... Und Pilze mag ich auch. Aber ja. Oh. Ja, schön. Was machen wir mit dem Knochen? Fällt noch einer ab? Nee. Wohl nicht mehr. Oder zumindest erstmal nicht. Ach, vielleicht hiermit? Nee. Okay, schade. Mit der Kurbel wird's gar nichts. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir müssen zum Balkon hoch. Da mit der Leiter ginge das ja. Was, zum Balkon? Da, die Leiter hoch, dann da über den Mauern? Oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was macht denn der Hund hier? Ah, der kriegt einen Knochen. Er wirkt... eher eingeschüchtert als aggressiv. Vielleicht finde ich hier einen Leckerbiss für ihn. Ja, wir haben schon einen. Hier, guck mal. Oh, da wird was sichtbar. Wir haben das Hundehalsband. Oh, da, ein Waldgeist. So, der Hund ist beschäftigt. Und jetzt haben wir hier ein Hundehalsband. Das können wir bestimmt noch irgendwo dann brauchen. Um uns da hochzuziehen oder so. Was haben wir denn hier? Da liegt was. Ein Medaillonstück. Okay. Und hier? Ich bräuchte einen Haken. Aha, das ist jetzt weg. Und dann machen wir das dahin. So. Ah, guck mal, da steht 1 von 3. Also brauchen wir noch 2 weitere. Gut, jetzt brauchen wir aber dazu einen Haken. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Oh, da hängt noch so ein Stück. Ja, okay. Ein Hackebeil, das ist bestimmt ein Geräteschuppen. Ach, hier, da, das Hackebeil. Ja, ein Geräteschuppen. Das ist wohl nützlich. Da ist auch ein Haken oder so. Im Fenster, aber wir kommen da nicht hin. Da müssen wir wahrscheinlich von innen dann rein. Oder doch das Glas kaputt machen. Naja, erstmal wieder weg hier. Das war Lilly. Ja, ich muss... ich muss irgendwie dort hoch und sie verhandeln. Ja, Moment. Alles der Reihe nach. Haben wir jetzt da unten noch. Ah, da hinten die Tür, genau. Und da müssen wir das einsetzen. Und dann geht die Tür auf und dann kommen wir vielleicht in den Geräteschuppen. So, ich verspüre einen kalten Hauch. Das muss die Kühlkammer sein. Ah. Ja, was auch immer wir da drin finden werden, werden wir gewiss noch herausfinden. Und hier, ah ja, da war die Kurbel, genau. Und was wozu brauchen wir die Kurbel? Weiß ich nicht. Also gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier da zum Balkon hoch. Wie auch immer wieder... Ah, jetzt sind wir hier eben die Leiter hoch und jetzt blicken wir in diese Richtung. Ja, okay. Gut, was haben wir hier? Oh, da liegt noch ein Stück. Sehr gut. Da haben wir ja alle 3. Und das da? Die Kralle steckt im Schlamm fest. Okay. Kralle sagt mir jetzt gerade nichts. So. Die Abdeckung ist zersprungen. Das da hier. Mal weg hier. Eine Abdeckung. Ja, wir werden wohl irgendwo noch ein... Ach, da, guck mal, da ist noch ein Teil. Wir werden wohl noch so ein Ding brauchen. Und jetzt da drauf. Ach so, ah, da drauf. Dann ist die Rolle wieder fertig. Dafür benötige ich ein spezielles Emblem. Das haben wir nicht. Ja, gut. Das ist zu weit weg. So weit reicht mein Arm nicht. Was da? Ups, was war das? Ah, das ist ein Hebel, damit kann man das machen. Ah, okay. Gut. Ja, und das hier? Nö. Das da drüben ist alles noch zu weit weg. Ohne eine Brücke... Ah, Moment mal, das Ding ist jetzt runter. Ah, jetzt sehe ich das. Ohne eine Brücke oder ein Brett gelange ich nicht auf die andere Seite des Gerüstes. Ja. Das heißt, wir müssen uns den Weg hier noch bahnen. Dann gehen wir mal zurück. Ach, das hier. Das brauchen wir dann. Und da ist auch der Haken. Und da ist auch ein Emblem drin. Und noch was? Eine Kette. Ah, die kann man... Die liegt jetzt da, genau. Kann man dahin machen und dann hier noch... Ja, hier doch. Da ist doch der Haken. Hier Kette da dran und das Teil da dran. Und dann kann man das hochziehen und dann haben wir hier unseren Durchgang.
Aber wieso? Ach so, zum Hochziehen brauchen wir das dann wieder. Okay, dann mal hoch. Hochziehen. Ohne eine Kurbel funktioniert das nicht. Ah, die Kurbel. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal in den Geräte schuppen. Die Kurbel liegt ja hier bei diesem, was ist denn das hier? Spiel-Dingsbumster. So, erstmal das hier rein. Oh, ein Wimmelbild. Ja, schön. Mit Begriffen. Ah, herrlich. Okay, also wir suchen ein Taschenmesser, einen Korkenzieher, einen Blumenkohl, einen Schinken. Wunderbar. Einen Lutscher, eine Gurke, Sahne, Apfel und Brot. Und dann noch eine brennende Laterne, Gewürzset und Salzlake. Ja, dann mal los. So, Taschenmesser. Da, ein Taschenmesser. Und da ist der Korkenzieher. Blumenkohl, da ist der ist da. Gewürzset, das ist wohl hier, das da. Da fehlen uns nur noch drei so Dinger. Da oben ist eins. Da. Und dann da hinten liegt noch eins. Und noch irgendwo. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Oh, jetzt kriege ich aber auch Hunger. Hier so eine Salami hätte ich gerne. Oder ein bisschen Honig oder sowas. Und Gemüse und ein offenes Ei. Also das ist nicht gut. Das verdirbt doch. Okay, was brauchen wir denn noch? Schinken. Wo mag der Schinken sein? Der hängt doch immer von der Decke. So, Schinken hängen doch immer so von der Decke. Hier, das da hinten? Nö. Oder das da? Auch nicht. Da ist eine Kurbel. Aber die kriegen wir nicht. Aber auf jeden Fall hier. Da habe ich die Gurke gefunden. Ein Lutscher. Wo ist der denn? Ja, ich sehe ihn noch nicht. Sahne, Apfel. So ein Apfel. Der muss doch auch... Da oben ist ein Apfel. Eine Apfelhälfte. Ein Brot. Wo haben wir denn ein Brot? Ah, das ist der Schinken hier. Ah, okay. So, also das Brot, wo ist das? Da, da. Da ist das Brot, ein ganzer Leib. Und die Sahne, das da? Nö. Das da unten. Da ist die Sahne. Okay, dann brauchen wir noch den Lutscher. Den sollen wir irgendwie so sehen können. Ja, ich noch. Ah, da guck mal da unten. Da ist noch das Gewürz-Dingsbums da. So, da. Jetzt haben wir das auch. Und eine brennende Lampe fehlt noch. Hier ist die Lampe schon mal. Und. Moment, ich habe doch Öl oder sowas gesehen. Macht zwar wenig Sinn, das Öl. Also so, Lampenöl. Ja, gut, ich weiß nicht. Kann man das auch irgendwie als Lebensmittel verwenden? Kommt davon, was für ein Öl. Ja, aber. Die Salzlake ist gewiss das hier. Ah, da ist hier, da. Ja, genau. Klares und kaltes Wasser. Und das da hier ist Salz. Also, rein damit. Dann haben wir Salzlake. Ha, schön. So. Und den Käse hätte ich auch gerne. Oh, ich mag Käse auch so gerne. Ah, jetzt habe ich die Idee. Hier, da sind Streichhölzer. Und damit können wir die Lampe anzünden. So. Lampe brennt. Und, ach so, noch anklicken. Ja, dann fehlt uns nur noch der Lutscher. Vielleicht geht es uns da auch wieder so mit der, wie mit der Sense. Ich hoffe nicht. Also, mal genau durchschauen. Ach Gott, da ist er doch. Hier, da. Das bunte Ding, das habe ich schon vorher gesehen. Das war eins der, des ersten, nee, was? Achso, irgendwie genitiv dazu, was ich gesehen habe. Und da ist der Stängel. Das hier sieht aus wie ein, Kohlmonster. Ihr könnt ja nochmal eben zurückspulen und euch das nochmal anschauen. Weil da waren so Augen dann und so ein Mund dazu. Aber vielleicht geht auch nur meine Fantasie mit mir durch. Also auf jeden Fall haben wir jetzt einen Lutscher gefunden. Und was machen wir mit dem? Ach doch, ja, die Ameisen. Richtig. So, hier. Die Ameisen scheinen das zu mögen. So, die ersten gehen da schon hin. Ziehen ihre Pheromonspur dahin und jetzt sind sie alle da und kleben da fest. Die armen Tierchen. So, jetzt haben wir die Kurbel, die müssen wir da irgendwie reinsetzen. Zack, und Kurbel. Jetzt haben wir den Balken da oben und wir können da drüber. Jetzt sind wir also hier. Eine Gießkanne beiseite räumen. Oh, gleich mitnehmen. Eine Gießkanne. Okay.
Ja, mal schauen, was wir damit machen. Hier die Kräuter gießen zum Beispiel. Oh, da kann man was aufmachen. Und dann? Nichts mehr. Ach so, wir haben eine Schnur. Ich brauche einen Haken, um das Geländer zu erreichen. Okay. Was machen wir denn jetzt mit der Gießkanne? Hier, Pflanzen gießen. Hm. Das gießen wir dann der Schwester in den Nacken, damit sie auf uns aufmerksam wird. Unauffällig. Okay. Hier, aufweichen. Ach, und das soll dann der Haken sein? Ja, okay. Warum nicht? So, hier annehmen wir uns. So. Darum. Ja, das passt. Und jetzt können wir darüber. Ah, da noch festbinden. Okay, jetzt sind wir hier. Und da, was haben wir hier? Achso, das ist nur so ein Knauf hier. So ein Knopf. Ja, okay. Gut. Also. Mal das Ding aufmachen. Ah, nee, erst reingucken. Can't, Edward. It's the only way to thwart the beast's plans. You said you shot it. This is no ordinary bear. I'm not sure if a crossbow bolt can kill it. My sister. I will find her as soon as the wedding's done. She will be all right, I promise. What was that? Could it be the kind of weakness that a witch wrote about? But after that, bring my sister home. I'll take care of your sister. I promise. Ja. Oh, ist der fies. So, aber wir haben seine Schwäche entdeckt. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was das ist. Das war irgendwas Blaues doch, oder? Ja, also egal. So, können wir das jetzt aufmachen? Oh, und jetzt sitzt die einfach so da und hat nicht gemerkt, dass hier die, wie heißen die Dinger? Diese Klappen vor den Fenstern. Ja, fällt mir nicht ein, dass die Dinge aufgegangen sind und da eine Person reingestiegen ist. Ja, okay. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt das erste Mal mit der Schwester sprechen. Oh, thank God, you're safe. Edward told me the beast captured you. Shh, it's not what it looks like, Lily. The bear meant you no harm. He was protecting you from Edward. What? From Edward? Don't be absurd. He's manipulating you, Lily. And everyone else. I know how difficult it must be for you. But think, who do you trust more? I'm only asking you to put his honesty to the test. Nothing more. He wouldn't even have to know. I must think about this. All right. In the meantime, I'll try to figure out a way to expose him. Die war ja jetzt recht schnell davon überzeugt. Na gut. Aber ja, so muss es eben sein in dem Spiel. Wir schauen uns mal um, was wir hier so haben. Zum Beispiel eine Schere. Und hier noch was? Irgendwie so ein Griff oder sowas? Eine Klammer. Ah, okay, eine Klammer. Und da brauchen wir noch zwei. Eine schöne Figur. Ja, eine schöne Figur. Ja, was machen wir mit der? Einfach mal hinter Glas lassen. So, wie sieht's aus hier? Da gibt's auch noch ein Druckbild. Ja. Ach so, ja, hier. Da war doch was Blaues da. Da fehlt noch eine Rabenfigur. Eine der Scheiben fehlt, ja. Na gut, wo kriegen wir die her? Vielleicht liegt sie irgendwo hier. Ah, das da. Ja, da haben wir eine Rabenfigur. Schön. Was haben wir denn noch hier? Ein Tiegelchen. Uns ist das Haarfärbemittel ausgegangen. Aha. Ja, gut. Das Eichhörnchen hat keinen Schwanz. Dann basteln wir doch einen aus dem... aus der Perücke da. Wie ich wohl mit blondem Haar aussehen würde? Ja, setz doch mal auf, dann sehen wir das schon. Ein schöner Jungfernkranz für die Hochzeit, die dann bestimmt nicht mehr stattfinden wird. So, was haben wir hier? Ach, da fällt mir ein. Kiste. Da ist ja noch vor dem Haus des Vaters ist ja auch noch eine Kiste, die wir noch nicht aufgemacht haben. Also hier ist auf jeden Fall jetzt mal ein Ring rausgefallen. Der Ring des Bräutigams, den soll Lily an Edwards Finger stecken. Ah, das wäre ja sinnvoll, dass wir den hier manipulieren und dann, dass dann da alles auffliegt. Ja, das könnte Sinn machen. So, aber das Eichhörnchen. Haarfärbemittel. Okay, also mehr geht da jetzt gerade wohl nicht, so wie es aussieht. Dann müssen wir uns nochmal woanders umsehen. Kann man nochmal mit der Schwester sprechen? I must think about this. Okay, ja, dann denkt mal drüber nach. Da kann man aufmachen. Ah, wie sieht's denn auf der Karte aus?
Da ist jetzt nur ein weiterer Raum. Ja, okay. Dann gehen wir wieder weg hier. So. Also hier ein Geschenk. Erstmal das Geschenk auspacken. Da. Und da ist... Das Kleid ist völlig zerknittert. Okay. Ja, dann... Ah, blaue Farbe. Da ist blaue Farbe. Okay. Und das müssen wir jetzt irgendwie bügeln oder sowas. Ah, da ist noch eine Klammer. Plüpp, eine Klammer. So, und dann müssen wir hier noch also ein Kleid zusammenbasteln. Das haben wir ja schon gesehen. Und dann muss hier noch diese Skizze zeigt, wie viel Mühe sie sich gegeben hat. Ach, und das Ding, das haben wir ihr doch geschenkt, oder? Ja, zumindest sieht das so aus. Ganz am Anfang vom Spiel. So, was haben wir hier noch? Da in der Kiste liegt noch was? Ah, nee, das ist das Ganze hier, okay. Da nicht und da, aber da ist doch noch was. Gewiss ein Rätsel. Guck mal hier mal. Ist das der Schwanz von dem Eichhörnchen? Könnte schon sein. Und hier haben wir so eine Wikinger-Schachfigur, die aufgeht. Die Schachfigur ist in zwei. Ich muss wohl den Sockel reparieren. Ja. Mit Klebstoff. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, Klebstoff. Das ist Lillys Schmuckkästchen. Mein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr. Das Schachschloss ist etwas ganz Besonderes. Man muss den König erst schachmatt setzen, mit dem kleinen Feld hier. Ja, wir müssen die Schachfigur reparieren. Ich weiß nicht wie, aber das machen wir dann irgendwann später. Jetzt gehen wir doch mal wieder zurück zu dieser Kiste hier. Und setzen mal den Raben hier ein. So, Minispiel. Vertausche die Bildfragmente, sodass die Krähen sich an der richtigen Stelle befinden. Also Krähen sind das, ja gut, meinetwegen. Dann sind das eben Krähen. Das heißt, wir müssen da zwei immer anklicken und dann kann man die tauschen. So, das da und das da. Ja, das ist richtig. So, jetzt haben wir diese hier. Wo könnte die hinpassen? Da? Oh ja, tatsächlich. Und die hier? Dahin? Das sieht auch gut aus. Das da, wo haben wir denn noch? Ah, hier. Nö, das passt da nicht hin. Okay, na gut. Diese könnte dahin passen. Nee. Nee, passt da nicht hin. Aber guck mal. Da, ja, ja, das mal dahin. Diese passt auf jeden Fall dahin. Und diese da, die irgendwie was aus dem Ast rauspult. Nee, da nicht. Da vielleicht? Oh, nee. Nochmal so und dann dahin. Ja, guck mal, da passt das hin. Und das da passt dahin. Ja, genau. Und dies hier. Ja, so viel Auswahl haben wir ja nicht mehr jetzt. Das da. Ja, genau, das sieht gut aus. Das hier hin. Ja, das passt aber auch nicht so ganz, oder? Ich glaube nicht. Da oben ist ja auch noch was verkehrt. Oder das hier? Ja, das passt hier hin. Und das könnte... Nee, das kann nicht wahr. Das auch nicht. Das macht keinen Sinn. Hier da unten. Ja, siehst du, das da. Und dann ist noch das da und... Nee, das und das da. So. Ja, fertig. A Moonstone. So this is his weakness. Ein Mondstein also. Aha. Und das sind seine Sachen. Oh, guck mal, diese Blumen da, die haben wir doch schon mal gesehen. Die waren doch auch in dem Ofen da, in dem Schuppen da. Also der Mondstein ist seine Schwäche. Aber weiter kommen wir jetzt hiermit nicht. Ja, okay. Dann, aber wir haben ja noch den Schwanz von dem Eichhörnchen, wenn es das denn ist. Das müssen wir da hinten hingehen. So, ja, siehst du, das passt. Der kleine Nussknacker wird sicher auch mit etwas härterem als einer Nuss fertig. Ja, keine Ahnung, vielleicht mit dem Mondstein? Oder so? Können wir den jetzt rausnehmen hier? Ich muss den Stein herausschneiden, ja, mit der Schere zum Beispiel.
But how do I touch him with that moonstone without alerting him? Aber wie kann ich es schaffen, ihn mit dem Mondstein zu berühren, ohne dass er etwas bemerkt? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Einfach mal herantreten und dann auf die Nase drücken oder so. Das muss doch klappen. Vielleicht müssen wir den aber noch zermalen hier, so. Ach so, an den Ring, da müssen wir das dran machen. Ah, genau. Okay, so Staub irgendwie da mit dem Ring. Ja, nö, geht aber noch nicht. Ja, gut. Aber auf jeden Fall so ungefähr wird das gehen. Ja, nur wie das weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, denn für diese ist schon wieder genug. Leider. Naja gut, macht nichts. Es kommt da wieder eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.